Physik, toll. Ivo, Classic 2023 starten wir. 190. Ali, Matur. Das war keine leichte Entscheidung, wirklich nicht. Ihr seid beide Sieger. Sieger der Herzen auf jeden Fall auch. Aber heute hier auf der Bühne kann es nur einen Men's Physik Overall geben. Und der Men's Physik Overall startet Nummer 100. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht im Hintergrund, wir stehen hier vor der Siegerlandhalle in Siegen und die Ivo Classic geht dieses Jahr an, der größte Natural Bodybuilding-Wettkampf der Welt, und ich habe die Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. Morgen ist es soweit, also wir sind one day out und ihr seht, es wurde tatsächlich die Men's Physik Hose ausgepackt. Also nach Absprache mit dem Coach machen wir tatsächlich morgen hier einen Men's Physik Start. Wir sind auch erst 19.45 Uhr dran, also sehr, sehr spät. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Bodybuilding war ursprünglich geplant, wäre natürlich auch möglich geworden. Die Form sitzt auf alle Fälle. Auch die Peak Week, die lief bis hierher sehr, sehr gut. Aber sau viele Leute haben mir gesagt, hier Men's Physik ist eine Klasse. Probier es auch mal bei der Ivo Classic aus. Und das macht hier sehr viel Spaß. Es macht mir extrem viel Spaß. Das sieht man, denke ich, auch, wenn man mich auf der Men's Physik Bühne sieht. Bodybuilding macht mir auch Spaß, aber vielleicht passe ich dann doch noch eher in diese Hose als in den Posing Slip. Und deshalb probieren wir es mal morgen aus. Ich habe richtig Bock und wir gehen jetzt rein, einchecken. Let's go. So, es geht zum Check-in und wir haben hier den Head Judge von der Ivo Classic. Alles super. Bikini, genau. Bikini dabei, haben wir vorzeigen. Kurze Frage, bist du aufgeregt? Ich bin schon auch ein bisschen aufgeregt. Man ist ja nicht alle Tage Head Judge vom größten Neddy-Wettkampf der Welt. Und ist eine gute Show. Auf jeden Fall eine Herausforderung und natürlich auch irgendwo halt eine Verantwortung, ne? Ja. Aber wird geil. Wird noch besser auch als letztes Jahr. Wir haben noch krassere Sachen geplant. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. Wird wild. Machst du Classic oder machst du Men's? Men's, genau. Ja, dann einmal ja. 1,81,5. Ich werde ja immer kleiner, ey. Ja, normal. Die passiert dir, ey. Ich werde immer kleiner. Bald lande ich echt in der Short, sage ich euch. Das Schönste wäre, wenn ich auch. So, Freunde, das ist die Halle der Ivo Classic. Also hier werden morgen 3000 Menschen Platz finden beim größten Natural Bodybuilding Wettkampf der Welt. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt mittlerweile, weil das ist echt heftig, muss man schon sagen. Also richtig, richtig krass, was hier alles auf die Beine gestellt wurde, was für Möglichkeiten uns Natural Bodybuilder damit gegeben wird. Einfach Ehre. Hab richtig Bock auf morgen Abend. Ja. Also, wir drehen ein kleines YouTube-Video, nur ganz kurz. Das sind die beiden Köpfe des Ganzen, die Organisatoren. Nee, eigentlich unser Team im Hintergrund. Unser Team im Hintergrund. Mit dem Team natürlich. Ja, also man sieht es ja, alle arbeiten hier Hand in Hand, alle rennen hier hin und her. Und wir stehen nur rum. Ja. Ah, gut. Seid ihr aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Jetzt langsam schon, ja. Und wird das eine gute Show? Boah, ich hoffe. Der größte Natural Bodybuilding Wettbewerb der Welt. Ja. Unglaublich. Ist in Köln, können wir euch sagen, in Siegen. Ja. Das ist schon ein
was anderes als in Amerika. Der Sepp ist ja auch selber gerade auf Wettkampf-Diät und ich will mir gar nicht ausmalen, wie anstrengend das ist, das Ganze auch zu managen als CEO und alles. Also Respekt an der Stelle. Das Ding ist, Ali, wenn man das tut, was man liebt, fällt es einem deutlich leichter. Klar, also kognitiv, ich habe jetzt 36 Gramm Carbs und fast 30.000 Steps drin. Da ist nicht mehr so viel im Gehirn, aber ich gebe einfach mein Bestes. Man sieht ja auch an, du bist langsam fertig, aber das ist halt eine Wettkampf-Prep. Ich glaube, dir muss man das nicht sagen. Vier, fünf Preps mittlerweile. Sechs Preps in 9 Jahren. Gemeinsam mit der Lena und... Du kennst das ja wahrscheinlich, liebe Kamerafrau. Man preppt immer mit, oder? Ja, das stimmt. Ja. Total. Also wir freuen uns auf jeden Fall. An der Stelle wollen wir euch auch Danke sagen, dass wir als Athleten die Möglichkeit bekommen, auf so einer Bühne zu stehen. Das ist wirklich mega ehrenvoll. Und ja, dann sind wir sehr gespannt, wie das morgen wird. Ich drück dir die Daumen. Du bist jetzt Men's Physik, ne? Wir haben uns für die Men's Physik entschieden. Ich weiß nicht, der Daniel, der meinte, der Posing-Slip steht mir nicht, soll jemand Badehose anziehen. Er hat mich auch gefragt, tatsächlich, wie ich sehen würde. Ja. Und ich habe gesagt, Men's Physik steht dich schon verdammt gut. Ja. Vielen Dank. Freut, ehrt mich auf jeden Fall an der Stelle. Ich sage, viele Athleten irgendwie fast bei der Men's Physik vielleicht schon mal einen Ticken mehr. Deswegen probieren wir es einfach mal aus. Ja. Viel Erfolg morgen. Wieder mal sehr cringe. Reaktionszeit, so weißt du. Vor allem bei beide auf Ja, beide auf Und eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf antwortest. Gibt es morgen ein Guest-Posing? Das Video kommt nach der Lass dich überraschen. Wir lassen uns überraschen. Lass dich mal überraschen. Ich hoffe, das können wir uns auch noch ansehen. Super, dann vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Und bis morgen. Bis morgen, Mann. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Jetzt so, richtig. Beine auf, Beine auf, Beine auf. Jawohl. Beine. Side Chest. Bring mal ein bisschen näher zu dir ran, Ellbogen. Noch näher ran. Zum Lat ran. Ja, sieht besser aus. Unser provisorisches Farblager ist Alis Platz. Was geht ab, Freunde? Es ist Showday. Wir haben gerade 11 Uhr. Gehen jetzt mal kurz in die Halle, die Classic Physik abchecken. Ich bin ja erst 19.45 Uhr dran mit der Men's Physik Tall. Und dahingehend ist noch viel Zeit. Ja. Wir entspannen heute den ganzen Tag. Gucken immer mal rein und sind ja im naheliegenden Hotel hier gleich nebenan. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal wieder Entspannung, gehe ich einfach rüber. Also mega nice. Und ja, schauen wir mal. Also ich denke, es sind sehr, sehr viele Menschen da. Die Bühne sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Habe ich schon in den Stories gesehen. Und wir gucken jetzt mal, wie das Ganze live aussieht mit der Classic Physik. Mega guter Abend. Geht jetzt? Ja, alles gut, alles gut. Gut, aber ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich flach bin oder... Aber ja, du kannst schon die Men's Physik, was bist du flach? Also es gibt für mich jetzt keinen flach in der Klasse. Lieber habe ich dich zu flach wie zu prall. Ja, Bauch passt, oder? Nee, passt. Ja, das ist auch gut aus. Perfekt. Dann. Ich weiß ja selbst, ein bisschen Öl und so. Mach dir noch eine Farbschicht. Eine wollen wir noch machen. Sag einfach so einmal ein bisschen noch ausbessern, aber Farbe sind ja... Erst die Bauchmuskeln präsentieren keine Vakuum. Wir brauchen die Men's Classic Physik Tall auf der Bühne. Mach mal richtig leer und vielleicht kommen sie dann. Wenn wir mal richtig losbrüllen, vielleicht kommt dann die Classic Physik Tall. Ihr dürft einmal bitte an die hintere Linie. Hinkler. Hier Mann, das sind Junioren, da muss man erstmal drauf klarkommen. Also wirklich, das ist eine herausragende Leistung von euch allen. Auf Position 5, 84. Seitliche Trizepspose. Dein Body ist eine Waffe und ich Startnummer 79, Benjamin Schuster, und damit der zweite Platz geht an Marcel Steinbauer, zweiter Platz. Eine seitliche Brustmuskelpose. Okay.
eine letzte Pose, Top 3. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Reise. Danach ist nur noch die. Ich glaube, 19 Uhr. Zufrieden mit der Form? Müsst ihr mir sagen. Ich find's toll. So, Freunde, in einer Stunde geht's für uns on Stage. Ich bin auf jeden Fall sowas von ready. Aber ihr wisst, vor der Stage müssen wir uns natürlich auch einen ordentlichen Pump gönnen. Deshalb gibt's auch den Crank Pump Pro. 30 Gramm, wie immer. Das noch 1 Gramm Salz. Und mit dem Code Ali könnt ihr aktuell 20% auf alles bei esm.com sparen. Die Aktion läuft noch bis Mittwoch, also gönnt euch. Vielen Dank an der Stelle für den Support. Wir gönnen uns das jetzt, pumpen uns noch ein bisschen auf und dann geht's ab auf die Bühne, Alter. Du bist so professionell, dass du in diesem Moment, dass er noch Werbung macht. Das ist professionell. Das geht jetzt Richtung Venenzeichnung. Lass es schmecken. Auf euch, Leute. Danke, du bist aber auch ein Strahlemann, gell? Ja. Ja, ich meine, man hat so lange darauf hingearbeitet, warum soll man das Ganze nicht genießen? So schaut's aus. Kommst du doch noch in den Genuss, ein bisschen geklopft zu werden, Ali, wenn du schon keinen Streamplan bekommst? Das ist das schönste Gefühl. Gerade wenn so ein besonderer Mann ist. Six. Sagst du, Valentin, bist du zufrieden? Ja, brutal. Also das ist halt Man to Sieg, auch wie ich es feiere, muskulös. Trotzdem nicht verbaut, kein Blähbauch, krasse Linie, pralle Arme. Freue ich mich mal. Vielen Dank, Uli. Wenn man das von jemandem wie Valentin hört, einem Profi, ist es natürlich auch so ein jahrelanger Freund. Bedeutet einem das nochmal doppelt so viel. Danke dir, wir geben alles. Ich weiß nicht, wie Man's Physik gejudged wird. Das weiß niemand, aber der krönende Abschluss des Tages, glaube ich, als letztes dann noch auf der Stage. Ja. Freut mich. Dann pumpen wir weiter. Valentin. Auch wenn sie nur nach Linie judgen, das muss auch erstmal gerade schlagen. Ja. Symmetrie, Linie, plus Muskulatur. Let's go, man. Hammer, letzte Klasse und wir kriegen doch trotzdem noch so eine Stimmung in die Halle. Mit vierte Drehung nach rechts. Sie starten bei 197. Nach vorne links. Eine vierte Drehung nach rechts. Ruhig einmal ein bisschen zusammenkommen. Kommt ein bisschen zu. 201. Jawohl! 197 Dennis Zittlau, 196 Selim Romanci, 191 Lukas Bosolti. Von welchem Startnummer wollen wir noch? Ali! 190 Ali! Let's go, Druck! Seite Dauer weiter! Alles geben jetzt! Bitte einmal wieder alle Athleten auf die hintere Linie. Eine vierte Drehung nach rechts. Und rückt noch vor. Vierter Platz geht an die Startnummer 197, Dennis Zittler. Der dritte Platz.
geht an die Startnummer 196. Einmal zusammen gucken, ein bisschen aufdrücken, 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 genau. Da stehen bleiben wir. Der zweite Platz geht an die Startnummer 191. Physik, toll, Ivo, Classic, 2023, starten wir. 190, Ali, Matur. Einmal zusammenklutschen. Das ist in der gleichen Hose auch noch die Beine. Es geht jetzt noch um 1500 Euro, nicht nur um den Titel Gesamtsieger. Eine Viertelmillion nach rechts. Eine weitere Viertelmillion nach rechts. Eine vierte Drehung nach rechts. Eine weitere vierte Drehung nach rechts. Eine vierte Drehung nach rechts. Wer ist für Ali? Klar. Das ist nicht entscheidend heute. Das war keine leichte Entscheidung, wirklich nicht. Ihr seid beide Sieger. Sieger der Herzen auf jeden Fall auch. Ihr habt es bis hierhin geschafft. Ihr habt richtig Rückhalt. Ja, eure Familien sind hier, die schreien sich um 20 Uhr abends noch die Seele aus dem Leib. Und ich glaube, das ist das Größte, was man gewinnen kann. Aber heute hier auf der Bühne kann es nur einen Man's Physique Overall geben. Und der Man's Physique Overall ist Startnummer 181. Arthur Metta. So, ihr Lieben, wie fandet ihr die ganze Veranstaltung heute? Mega, mega geil. Mega, genial. Super. Riesenstimmung im Fluss auch. Genau, schön mal sowas erleben. Am Schluss mit dem Ali, das war nochmal die Steigerung. Genau. Ali war und der Fanclub vom Ali, das war der Hammer. Habt ihr dazu gehört? Das mal zu erleben überhaupt. Also, ohne da Ali hätten wir das gar nicht erlebt. Das stimmt. Klasse. Sehr schön, dass ihr da wart. Ja. Alis Familie, wie hat es euch gefallen? Wie war's? War super, war genial. Cool. Ali war richtig stark. Er sah Bombe aus. Richtig Bombe aus, genau. Kimo, willst du auch noch was sagen? Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf meinen Bruder. Soll ich sagen, Ali kann ultra stolz auf sich sein, alle können ultra stolz auf ihn sein. Er hat das Beste rausgeholt und er hat sich so krass entwickelt in den letzten Jahren. Ja. Mein größten Respekt. Das war super, ne? Ach los, ich bin stolz. Das steht ja aber auch sehr gut. Ja. Ich danke ihm. Ich danke ihm, dass er mein Sohn ist. Ich bin stolz auf ihn. Ja, ja. So, und was sagst du? Bravo, Ali, hast du geschafft. Ich bin stolz auf dich. Leute, was soll ich sagen? Mir fehlen ernsthaft die Worte. Ihr seht, wir haben einen Pokal in der Hand. Wir haben 1000 Euro Preisgeld bekommen. Wir haben bei dem größten Natural Bodybuilding Wettkampf der Welt unsere Klasse gewonnen, die Man's Physique Tall. Ihr müsst wissen, Man's Physique war für mich auch ein Neuland. Ja, ich habe im Rahmen der Prep, also ich habe eigentlich für Bodybuilding gepreppt und halt gesagt bekommen, hier, probier mal Man's Physique aus, könnte passen.
Wir haben es probiert, wir haben eine Posingstunde bei Markus genommen und ja, es hat gereicht, dass wir auf so einer Bühne einfach einen Klassensieg holen. Glaube ich auch alles soweit gepasst. Warm war super, ich hatte Spaß. Ich fühle die Klasse richtig, also war sehr, sehr geil. Und wir waren einfach ein Punkt im Overall-Stechen am Overall-Titel quasi vorbei. Also wir standen neben einem Top-Athleten auf der Bühne, der teilweise Europameister in seiner Klasse besiegt. Ja, also die Men's Physique Short sah echt brutal aus. Und der hat die Klasse gewonnen und wir sind einen Punkt vorbei gewesen am Overall. Also ich habe mit ein paar Leuten aus der Jury gesprochen. Ja, ist ein sehr subjektiver Sport. Ich gönne es vom ganzen Herzen, weil der Typ sah brutal aus. Einfach perfekt. Das war halt auch Men's Physik pur. Und deshalb ist es für mich auf jeden Fall völlig in Ordnung so. Es kann nur einen Gewinner geben. Wenn es ein Punkt ist, heißt das für mich, wir beide sind in etwa gleich gut und ich gehöre zu den besten Men's Physik Athleten diesen Jahres. Das ehrt mich extrem. Vielen Dank an der Stelle an jeden, der mich bisher supportet hat, an meine Familie, die extra 4 Stunden gefahren sind, nur um diesen Moment mit mir zu teilen. Ich liebe euch einfach, meine Freundin, die mich die ganze Wettkampfdiät schon unterstützt hat, immer an meiner Seite ist. Ohne sie wäre das alles so nicht möglich gewesen. An das Team, an das Coaching-Team für die ganze Unterstützung, heute auch am Wettkampftag. An Team Ivo für diese super geile Möglichkeit, auf so einer Bühne zu stehen. Absolut geil. Hat sau viel Spaß gemacht, war super gut organisiert. Und ja, mein Hirn brennt aus. Ich denke, wir beenden das wieder an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir müssen jetzt hier erstmal klar drauf kommen, auf den Erfolg. Es geht nächste Woche weiter mit der GmbF. Da machen wir allerdings Bodybuilding und Classic Physik. Gehen wir auch mal aus. Das Niveau ist aktuell echt brutal, aber wir machen es. Wir haben Bock drauf. Und bei der AMBF in 2 Wochen mache ich auch nochmal Men's Physik. Vielleicht kriege ich da auch nochmal eine Revanche gegen den Overall-Sieger des heutigen Tages. Ich bin sehr gespannt. Und dann beenden wir die Saison in 2 Wochen. Aber ab morgen geht die Diät weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Hi, Baby. Schön. Ich sage es mal, das ist nur... Eingebracht. Ja, laufen. Das kann man einfach so. Ich muss nur...